Ich bin sehr begeistert von den 5 wunderbaren, hinreißenden, sehr talentierten Darstellern. Es war wirklich ein wundervoller Abend und wir haben sehr, sehr viel gelacht. Die Lieder sind so gut, dass sie direkt ins Ohr, in die Hände gehen und man kann gar nicht aufhören mitzuklatschen und zu pfeifen. Es ist einfach eine geile Show. Es ist egal, wenn du echt Zehen am Füßchen hast. Es ist egal, wenn sogar XXL nicht mehr passt. Wir hatten einen Abend voller Musik, voller Wahnsinnsenergie. Jeder passt in Gottes Arme, sogar du. Hochachtung vor diesen Jungs, wirklich. Es ist hinreißend, was die Kollegen gemacht haben und was Michael Heller da inszeniert hat auf diesem Nudelbrett. Und die Musik, das rockt wirklich die Bar und die Leute waren ja super drauf. Die Hochzeit war ein Knaller und die Feier aus Stein. Doch wie zur Hölle wurde aus Wasser Wein. JC, was läuft hier? Wie ist das nur möglich? JC, was läuft hier? Als wäre es Magie. Der Mix einfach zwischen Boybands und Kirche kannte ich so nicht, aber war sehr lustig und ja, irgendwie komischerweise hat es zusammengepasst. Es ist ja alles mit dem Augenzwinkern auch gesungen und gespielt, das fand ich ganz toll und es ist ja immer eine Gratwanderung als Darsteller, dass man das so rüberbringt, dass es nicht peinlich wird oder irgendwie unecht wirkt. Es ist wirklich behutsam gemacht und charmant, ohne dass man Angst haben muss, dass man verletzt wird. Ich bin katholisch, Mann, oh Mann. Um als Zuschauer die Show gut zu finden, sollte man auf jeden Fall nicht taub sein. Ne, weil das ist natürlich schon mal die Grundvoraussetzung, auch zu hören, zu sehen. Und ich glaube, das reicht vollkommen aus, weil dann geht die einfach direkt in einen rein. Die ist so liebevoll, so herzlich und so ehrlich, dass die, glaube ich, jedem gefällt. Man kann hierher kommen und sich von den Jungs verzaubern lassen. Alter, du wirst heute befreit!